Yo Leute, willkommen wieder zurück zu Zelda Oracle of Ages. Im letzten Part habe ich bereits den zweiten Dungeon des Spiels abgeschlossen, die sogenannte Flügelhöhle. Und Junge, Junge, ich kann euch sagen, der Boss da drin, für den zweiten Boss war der schon ziemlich, ziemlich doof. Ich kann das nicht anders sagen, ich habe den Typen gehasst. Und naja, wie gesagt, ihr habt das ja hoffentlich eher alle gesehen, man musste wie bei einem Roulette Glück haben, dass man die Bombe rechtzeitig in sein Innerstes wirft, weil das war ja so ein komisches etwas mit vier Gesichtern, also jedes Gesicht für eine Emotion und nur das rote Gesicht, wenn das zu sehen war und es dann bumm gemacht hat, dann haben wir dem Typen Schaden gemacht, also das war schon ziemlich ätzend. Wisst ihr eigentlich, woran mich der Boss erinnert hat? An die riesige Vase in Goronia in Ocarina of Time, wo man auch Bomben reinwerfen muss, wo das Gesicht lächeln muss, damit man ein Herzteil bekommt. Genau daran hat mich dieser Boss erinnert. Naja, auf jeden Fall müssen wir jetzt wieder zurück in die Gegenwart. Laut dem Marco-Bomb befindet sich die dritte Essenz auf der Sichelinsel im Südosten. Also ungefähr in diesem Bereich hier so. Wenn aber dann wohl eher in der Gegenwart. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie wieder zurück. So, aber ich will mal gleich gucken, was ist eigentlich jetzt hier, weil jetzt können wir ja dank der Greifenfeder über Löcher springen. Schwupps. Nur kurz gucken, was hier oben überhaupt wäre. Eine Höhle. Mit einem Herzteil. Hey, cool. Das müsste ich doch eigentlich locker bekommen können, na klar. Achtung. So, jetzt ganz kurz. Weg damit. Und Feder, und da haben wir wieder ein Herzteil, jawoll! Mal wieder einen neuen Herzcontainer angebrochen. Nicht schlecht. Okay, so, und hier können wir jetzt einfach wieder zurück. Sehr schön. Na gut, dass ich hier lang gegangen bin und... Oh mein Gott, Felsenhagel! Ganz schön gefährlich. Und Martha ist ja schon wieder hier, was sagt man denn dazu? So, Achtung, und zack. Ach, schade, keine Magieflasche oder so dabei, nur ein bisschen Geld. Autsch, du schon wieder? Ja, ja, ich schon wieder. Die schnappen hier dein ganzes Geld. Du kannst nichts dagegen machen. Uff, du, du mieser Kleiner, das merke ich mir. Und tschüss. So, laut dem Geräusch kann es hier nur ein Gascherfeld geben. Und da ist auch eins. So, hier kann man Gascherkerne pflanzen, okay. Warum nicht? Ich habe leider bei diesem dämlichen Boss sogar schon meine Magieflasche verbraucht gehabt. Ich hatte ja eine dabei. Ich sage, der Kampf war einfach nur ätzend. Also das ist eh schon einer meiner Hassbosse in dem Spiel. Die anderen sind teilweise dann gar nicht mal mehr so übel. Also nicht so dermaßen schlimm. Aber der war einfach nur kacke. Der war richtig kacke. Und das sind wir wieder in Lünnerdorf, aber wir bleiben hier nicht lange. Wir wollen zurück in die Gegenwart. So, also dann, Harfe der Zeit mit der Melodie des Echos. Und Zeitsprung. Ah, wunderbar. So, Hallöchen, Marco Baum, wie geht's? Ich spüre eine Essenz der Zeit auf der Sichelinsel in der südlichen See. Aber sei vorsichtig, wenn du das Meer überquerst. Jop, das werde ich sein. Ja, also jetzt haben wir halt quasi nochmal die Bestätigung. Habe ich nicht eigentlich noch einen Ring dabei? Ich habe einen Ring, den will ich schätzen lassen. So, schätzen. Den da. Hm, ich sehe, das ist ein Moblin-Ring. Metamorphose zum Moblin. Das ist das, was dieser Ring ist. Schon wieder diese blöden Verwandlungsringe, die einen eh nichts bringen. Ich wollte doch einen coolen Ring haben, verdammt. Die richtig coolen Ringe kriegen wir eh erst alle viel, viel später. Also, was soll's? Ja, vor kurzer Zeit sind Leute verschwunden oder plötzlich zu Stein geworden. Einfach so, es geschieht hier nur. Ja, das ist alles Verans Werk.
Aber jetzt möchte ich erstmal ganz kurz gucken, ob wir wieder was machen können mit Steve. Ihr wisst schon, mit dem Kind. Ob das nicht jetzt schon erwachsen ist. Mal sehen. Und... tatsächlich. Und der Typ ist ein Gärtner geworden, wie sein Vater. Link, erinnerst du dich, dass Steve seinen Namen von dir bekam? Mittlerweile besitzt er eine Baumschule. Na, das ist ja mal total toll, hä? Ja, hey Link, Steve ist erwachsen. Er hat sich aufgemacht und diese Gegend verlassen. Ich werde dir alles über Bäume beibringen. Ja, der Inhalt einer Gaschenuss ist davon abhängig, wo der Kern gepflanzt wurde. Sag es mir, wenn du eine gute Stelle findest. So, und das hier mit dem Bart, das ist Steve. Ich, Steve, habe mich für denselben Baum gesäumten Pfad wie mein Vater entschieden. Ja, das ist natürlich sehr toll. Obwohl ich das eigentlich nicht wollte. Ich wollte eigentlich, dass der Typ ein Krieger wird. Also habe ich wohl leider Mist gebaut, dass ich die Fragen beantwortet habe. Verdammt! Ja, das kann ich jetzt leider nicht mehr rückgängig machen. Pech gehabt. Ich hätte es cooler gefunden, wenn er ein Krieger geworden wäre. Weil das kann er nämlich unter anderem auch werden. Also seine möglichen Berufe als Erwachsener sind Krieger, Gärtner, Sänger oder... ja. Oder Tauge nichts, glaube ich, heißt das dann einfach. Da ist er so ein Penner, so ein Landstreicher, was weiß ich. Da hat er nicht wirklich was erreicht im Leben. Aber ich verstehe jetzt eigentlich nicht, warum er nicht Krieger geworden ist. Ich habe doch eigentlich... Naja, dann habe ich die Fragen falsch beantwortet in meinem Fall. Weil er war ja ein hyperaktives Kind. Und das ist eigentlich Voraussetzung, dass er ein Krieger wird. Aber ja, dann drauf geschissen. Ist er halt ein Gärtner geworden, ist ja auch nicht so schlimm. Was soll's? Ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Ich war mir nicht mehr sicher, was ich da jetzt antworten muss, damit er ein Krieger wird. Tut mir leid. Ich wollte eigentlich, dass er ein Krieger wird. Und dann ist er einfach mal ein oller Gärtner geworden. Naja, was ist das schon? Was soll's denn? Wir gehen mal hier nach Süden. Wir müssen sowieso an den Strand. Aber keine Sorge, wir können trotz alledem mit Steve noch was machen später. Denn je nachdem, was für einen Beruf er hat, bekommen wir mehr oder weniger was von ihm. So als kleines Dankeschön, aber ich weiß gar nicht, ab wann das eigentlich geht. Ich glaube jetzt eh noch nicht wirklich. Ja, aber das ist gerade... Ja, so ein bisschen ärgerlich ist es schon, weil ich mir eigentlich vorgenommen hatte, dass er ein Krieger werden soll. Und dann ist er einfach mal ein verdammter Gärtner geworden. Warum? Was hätte ich denn da antworten sollen? Vielleicht hätte ich doch sagen sollen, dass ich eine Freundin habe, anstatt dass ich sage, ich habe keine. Was weiß ich. Bin mir da jetzt nicht mehr so sicher, weil es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten. So geht's eigentlich hier rein. Okay, das können wir komplett vergessen. Das ist jetzt für später. Ach so, da oben ist ja schon wieder Tingle. Tingle, Tingle, Arschgezwingel. Warum komme ich denn da eigentlich immer noch nicht hin zu dir? Naja, theoretisch, wenn ich von da oben, dann wäre das eventuell möglich. Bringt aber auch nicht gerade viel. Ich müsste da irgendwie raufspringen können, aber das geht noch nicht. So, ich will eigentlich zu diesem einen Haus, wo ein Typ namens Cheval lebt. Der müsste mir eigentlich helfen können, übers Meer zu kommen. Da war doch irgend so ein Typ, der hat gesagt, er will die besten Flöße bauen. Und den werde ich jetzt mal kurz aufsuchen. Nur warte mal, wo war denn der eigentlich nochmal? Der war... Verdammt, wo war denn der? Hier ist ja nur der Turm. Ja, davon habe ich ja gar nichts, weil wir da in der Gegenwart sowieso nicht rein können. Voll fies. Es geht nur in der Vergangenheit. Mal überlegen. Wie komme ich jetzt an mein Ziel? Und wie kann ich zum Beispiel da oben rauf? Wie komme ich an diese Truhe da? Ach nö, nicht schon wieder, bitte. Nein, nicht schon wieder das Feengehölz. Das kann ich jetzt überhaupt nicht ausstehen. Dieses Gedudel da, das macht einen ja irre. Wo muss ich hin? Verdammte Kacke. Ich will doch da an diese, zu diesem einen Haus dahin. Das ist das hier nicht. Das war außerhalb der Stadt. Ich weiß nicht mehr genau wo. Irgendwo im Süden war das halt. Da war so ein Typi. Der hat gesagt, er will die besten Flöße bauen.
Den will ich jetzt eigentlich aufsuchen. Aber wo war der? Das kann doch jetzt nicht sein, dass ich den nicht finde. Irgendwo hatte der doch sein Haus, oder war das in der Vergangenheit? Also hier bin ich schon mal komplett falsch. Verdammt, wo muss ich hin? Ich hasse das. Wenn ich nicht weiß, wo ich hin muss, gibt nichts Ärgerlicheres, als wenn man sich ständig verirrt. Dann ist man nämlich total verwirrt. So ein verdammter Mist. Jetzt bin ich wieder hier. Du Typi, hab doch mal was Cooles im Sonderangebot, du Spacko. Die richtig coolen Sachen hat er ja auf der anderen Seite, aber da komme ich nur über dieses Feld hin, also aus der Vergangenheit wieder zurück, dann geht das. Nee, ich glaube, ich muss sogar wirklich... Dann bin ich hier komplett falsch. Ich glaube, ich muss doch in die Vergangenheit. Weil hier komme ich nicht an so ein Haus ran. Dann machen wir das halt wieder rückgängig. Dann gehen wir wieder zurück. So, geht doch. Dann machen wir das eben so. So komme ich eigentlich hier hin. Wo geht's da lang? Fuß des Kugelkamms. Blünnerdorf. Ja gut, der Kugelkamm ist im Moment immer noch ziemlich unwichtig. Da können wir jetzt sehr viel später hin. Ihr seht ja schon. Weil diese eigenartigen Steine, die da so komisch geformt sind, sind für einen ganz bestimmten Gegenstand, den wir irgendwann später mal finden werden. Und den gibt's auch nur in Ages. Hier auch wieder. Äußerst dubios. Sieht wirklich sehr seltsam aus. So, wo war denn jetzt nochmal dieser Typi? War das hier unten? Marus Haus. Ja da, na eben, das ist in der Vergangenheit. Mensch, ich bin ja so ein Trottel. Da muss ich hin. Ja, hier, zu dem Haus muss ich. Hier steht, gut, hier steht Chevals Haus. Dann schauen wir erstmal hier rein. Ich bin Cheval. Ich entwickle Gegenstände, die unter Wasser zum Einsatz kommen. Vor meinem Tod möchte ich die Arbeit an den Schwimmflossen und dem wasserfesten Seil zu Ende bringen. Hoffentlich kann ich allen Menschen helfen, indem ich solche Dinge erforsche. Aha, der Typ entwickelt Schwimmflossen und ein wasserfestes Seil. Das ist sehr interessant. Aber das scheint noch gar nicht fertig zu sein. Schade. Hey Link, suchst du etwas Bestimmtes? Wie bitte? Cheval? Den Namen kenne ich doch, genau. Ich sah ihn auf einem Grab in unserer Zeit. Aber mir fehlt die Zeit zum Plaudern. Ich habe zu tun. Bis später. Ach, ich verstehe. Der Typ, naja logisch. Wir sind 400 Jahre in der Vergangenheit, also kann der in der Gegenwart überhaupt nicht mehr leben. Fragt sich natürlich nur, ob er es jemals geschafft hat, seine Arbeit zu vollenden. Das wäre natürlich sehr wünschenswert. So genau, seht mal, weil hier kommen wir nämlich in der Gegenwart gar nicht rüber über den Fluss. Und hier unten war doch Maro. Das ist der Typi mit den Flößen. Ja, er hier. Ich bin Maro. Ich möchte eines Tages richtig tolle Flöße bauen, mit denen man auf dem Meer segeln kann. Mir fehlt nur noch ein wasserfestes Seil, dann wäre mein Fluss komplett. Aber ich finde keines. Es gibt jemanden namens Cheval am östlichen Dorfrand. Er will so ein Seil entwickeln, aber ich glaube kaum, dass es schon so weit ist. Na, stimmt. Haben wir ja gerade getroffen. Der ist auch leider noch nicht so weit. Na, was tun wir jetzt? Tja, eigentlich müssen wir jetzt wieder in die Gegenwart. Jetzt haben wir hier mehr oder weniger ein kleines Ereignis ausgelöst. Moment, was ist das hier für ein Mädchen? Hallöchen. Jetzt habe ich doch vergessen, ein Glücksgeheimnis dem Typen zu verraten, der nach Holodrum ging. Er war wirklich sehr betrübt. Ich hoffe nur, dass ihm kein Unglück passiert ist und er unter der Erde liegt. Kannst du mir helfen? Klar. Das Geheimnis lautet... Blöde. Hast du es hier gemerkt? Na klar. So, ich bin dir sehr dankbar. Ja, also auch dieses Mädchen gibt es nur in einem Passwortspiel, wie man hier gerade sieht. Sie verrät euch ebenfalls ein Geheimnis für Seasons, was wir dann jemandem sagen müssen. Und aha, hier gibt es offenbar auch wieder ein Gaschgebiet, aber ich komme jetzt da eh noch nicht rüber.
Also ist das eh egal. Ja, na dann auf jeden Fall wieder zurück in die Gegenwart. Aber dann müssen wir ja theoretisch nochmal auf den Friedhof, oder? Ich meine, der hat gesagt, er hat es auf einem Grab in unserer Zeit gelesen, diesen Namen. Also kann das einfach nur bedeuten, dass wir da was machen müssen. So, also, jetzt machen wir wieder einen Zeitsprung. Und los. So, alles klar. Da sind wir jetzt wieder in der Gegenwart und dieses Mal... Naja, das ist jetzt die große Frage. Vielleicht schaffen wir es aber jetzt irgendwie trotzdem auch zu seinem Haus zu kommen, wenn wir in der Gegenwart sind. Ich meine, warum sollten wir eigentlich auf den Friedhof? Da waren wir ja schon. Da können wir, glaube ich, nicht wirklich was machen. Ich wüsste zumindest nicht was. Also gucke ich jetzt nochmal. Ich meine, wo war eigentlich... Naja, Südstrand, aber... Hier geht's ja... Und oh, seht mal, ein Piratenschiff! Ein Piratenschiff. Die haben später auch noch was sehr Wichtiges in diesem Spiel zu tun. Spielen noch eine sehr, sehr wichtige Rolle, die Piraten. Sind übrigens genau dieselben wie in Seasons auch, aber in Ages ist deren Rolle ja eigentlich sogar direkt größer als in Seasons. Jetzt interessiert mich trotzdem nochmal, wer war nochmal hier in diesem Haus? Wer war hier zu Hause in dem Haus? Ach so, diese Dame hier. Ich bin Mama Mujan, die beste Hundezüchterin der Stadt. Mein Hund sieht noch niedlicher aus als der hier. Noch niedlicher, leider ist er sehr schüchtern. Hast du eine Idee, wie man sein Gesicht verbergen könnte? Was, sein Gesicht verbergen? Naja, ich glaube, die ist auch Bestandteil der Tauschquest. Was ich interessant finde, Mama Mujan gibt es ja auch in Majora's Mask. Da ist sie auf der Romani Ranch und leitet eine Hunderennbahn. Und hier hat sie auch wieder mit Hunden zu tun. Ist quasi auch wieder so ein Gastauftritt aus einem anderen Zelda. So, aber eigentlich muss ich jetzt trotzdem in der Lage sein, woanders hinzukommen. Ich meine, da oben steht Symmetria-Stadt. Aber ich glaube, da geht es dann erst wirklich hin, wenn wir zum vierten Dungeon gehen. Achso, und hier, da lebt ja jemand, der irgendwie so total Hunger hat. Aber im Moment haben wir ja bloß hier eine Irrlichtuhr. Die ist nicht wirklich essbar. So, ich glaube kaum, dass wir hier im Feengehölz richtig sind. Und seht mal, jetzt ist es in der Gegenwart so, dass bei der eingestürzten Flügelhöhle eine Fee lebt. Ja, Link, dein Abenteuer hat dich also nach Labrina verschlagen. Darf ich dich um einen Gefallen bitten? Na klar. Du müsstest eine große Fee hinter den Wasserfällen in Holodrums versunkenem Tempel der Jahreszeiten finden können. Bitte erzähle ihr mein Geheimnis, ja? Okay. Das Geheimnis lautet... Alles klar? Jo. Vielen Dank. Ah, also auch wieder ein Passwort, wieder für Seasons, jetzt haben wir schon drei Passwörter erfahren. Aber da gibt es noch wesentlich mehr. Es gibt noch wesentlich mehr davon. So, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt hier im Feengehölz, obwohl... Ich will nur versuchen, dass ich in dieses Feld hier ganz rechts unten komme und von da aus dann nach rechts gehe. Nun bin ich mir gar nicht sicher, ob das überhaupt möglich ist. Aber ich probiere das jetzt einfach mal. Ob es möglich ist und ob mich diese Musik nicht verrückt macht. So, verpisst euch. Du auch. Ah, aber jetzt kann ich mal hier an diese Truhe ran. Für 50 Rubine. Du hast Glück. Das ist echt nicht schlecht. Nur habe ich irgendwas davon? Nein, nicht wirklich. Nicht unbedingt. Nee, weil wenn ich jetzt da unten wieder, da komme ich doch eh nicht nach rechts, ne? Vor allem nicht, wenn ich so blöd bin und wieder in die Löcher reinplumpse. Hier geht's ja... hier geht's ja gar nicht nach rechts, verdammt. Voll blöd. Dann eben nicht. Dann eben nicht, ich kacke euch ins Gesicht. Naja, aber trotzdem gut, dass ich mal kurz hier war. Jetzt haben wir noch ein Passwort erfahren. Es gibt noch so viel mehr von denen. Verdammt. Wie? Muss ich doch auf den Friedhof? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher.
Irgendwie kenne ich mich nämlich in Ages noch weniger aus als in Seasons, wenn ich ehrlich bin. Das ist schon ein bisschen doof, wenn man nicht wirklich weiß, wo man hin soll. Aber ich meine, der Hinweis von Ralph, der ist jetzt nicht umsonst. Er hat uns doch nicht umsonst gesagt, dass er den Namen Cheval auf einem Grab in der Gegenwart gelesen hat. Ah! Und hier haben wir nochmal 30 Rubine, feine Sache. So kommt man also an die Truhe ran. Einfach den Baum verbrennen. Ja, dann gehe ich mal kurz zum Jolfriedhof. Vielleicht ist da ja doch jetzt etwas. Weil ich meine, was... wo sollte ich sonst noch hin? In der Vergangenheit kann ich sonst auch nicht wirklich was tun. Also probiere ich mal erstmal hier in der Gegenwart etwas aus. Eventuell ist jetzt hier noch irgendetwas. Und oh! Hehe, damit hat der Typ nicht gerechnet. Der verträgt noch ein wenig. Geisterhilfe! Hä, was macht denn der Spinner hier? Was glotzt du so dämlich? Dich kriegen wir auch noch weich. So, hier wird jemand von Geistern geärgert, hä? Verpisst euch! Lasst ihn in Ruhe! Was hat der arme Bär euch denn getan? Vor allem, der kommt uns doch sehr bekannt vor, nicht wahr? So, und du stirbst auch noch da oben. Na, alles klar soweit? Wie geht's denn jetzt gerade so, hä? Alles okay? Bitte friss mich nicht, ich schmecke ganz scheußlich. Die Geister sind alle fort. Hast du sie verjagt? Oh, vielen Dank, ich bin Benny. Eventuell kann ich dir weiterhelfen. Klettere auf meinen Rücken. Drücke mehrfach A, um zu schweben, oder halte den Knopf gedrückt, um auf den Boden zu donnern. Doch Wasser ist meine Schwäche. Die seichten Gewässer sind kein Problem, aber tiefe Stellen schon. Tja, Leute, und wir haben Benny wieder getroffen. Ich habe gesagt, dass es die drei tierischen Begleiter aus Seasons auch in Ages gibt. Und gut, dass ich jetzt hier auf den Friedhof gegangen bin. Benny ist jetzt eben hier, der war anfangs natürlich noch nicht da. Und seine Fähigkeit ist uns ja aus Seasons bereits bestens bekannt. Ja, ich möchte nicht zu weit gehen. Achso, okay. Da sagt er sogar, wo wir nicht lang sollen. Seine Fähigkeit ist uns ja bestens bekannt. Er kann über sehr viele Löcher drüber fliegen. Ja, ich möchte nicht zu weit gehen, okay. Dann doch lieber, ich glaube, hier oben hin. Ah, genau. Drückst du mehrmals A, schwebe ich. Auf diese Weise kannst du Gräben überqueren. Ja, hier konnten wir nämlich anfangs sowieso nicht lang. Also, Achtung. Sehr praktisch. So, und ich glaube, ist das schon das Grab, was ich gesucht habe? Ja! Danke, Benny! Hier musste ich, glaube ich, jetzt sowieso hin. Eh schon die ganze Zeit. Also es ist, glaube ich, eh so. Benny ist erst dann in der Gegenwart beim Friedhof, wenn wir in den, ja, wenn wir mit Ralph gesprochen haben. In der Vergangenheit, ne? Wo er eben gesagt hat, er hat den Namen von Cheval auf einem Grab gelesen in unserer Zeit. Nur dann ist Benny... Und seht mal, da oben ist ja so ein Seil! Das brauchen wir, nur blöd. Wie kommen wir da jetzt ran? Wir können ja noch nicht schwimmen. Und da ist ein... Was ist das denn? Ein Hebel? Moment mal, ich brauche die Feder. Komm schon, Link, du bist doch cool. Du hast doch keine Angst vor Wasser. Nur jemand, der gleichermaßen über Macht und Leichtfüßigkeit verfügt, kommt in den Genuss meiner Erfindung. Cheval. Mhm. Da sind ja die Flossen. Na, sieh mal einer an. Okay, Achtung. Jetzt brauchen wir nämlich das Kraftband, um hier zu ziehen. Und zwar so lange, bis es nicht mehr geht. So, und jetzt ganz schnell mit der Feder wieder rüber. Und ich hab's geschafft! Du erhältst Zoras Flossen! Mit ihnen kannst du schwimmen! Drücke A, um voranzuschwimmen, und B, um zu tauchen. Oh, Leute, endlich! Wir können schwimmen! Ist das geil! Ja, also auch die Flossen findet man in Aegis wesentlich früher als in Seasons. Was ich sehr cool finde. So, und jetzt holen wir uns noch schnell dieses Seil hier. Ein Cheval-Tau. Dieses robuste Seil ist absolut seefest. Und schon haben wir alles, was wir brauchen. Und das alles dank Benny. Ist doch richtig cool. So, und ihr könnt euch ja gerne verpissen. So, gut. Benny ist jetzt wieder weg, aber kein Problem. Wir haben jetzt hier eine Abkürzung. So, weg damit. Und heps.
Hast du gefunden, was du gesucht hast? Schön, dass ich helfen konnte. Bis später. Ja, da ist er jetzt erstmal weg. Im Moment brauchen wir ihn nicht mehr. Aber vielleicht treffen wir ihn ja irgendwann nochmal irgendwo wieder. Alles klar, Leute. Jetzt würde ich aber gerne mal den Part beenden. Wir haben alles, was wir brauchen, um diesem Maro jetzt behilflich zu sein, dass er ein Floß bauen kann. Also müssen wir ja eigentlich wieder zurück in die Vergangenheit. Aber das dann im nächsten Part, würde ich sagen. Ne? Jetzt ist, glaube ich, eh schon von der Zeit her genug. Also wegen der Partlänge meine ich jetzt. Also dann hier dieses Feld werde ich dann wieder benutzen. Da geht es dann wieder zurück in die Vergangenheit. Also Leute, bis dann. Bis zum nächsten Mal bei Oracle of Ages. Tschüss.